Der Alain hat sich mit dem Team Serenity bei uns, mit unserem Confluence-basierten Intranet beschäftigt. Die entwickeln seit, wenn ich jetzt 2 Jahre sage, dann ist, so lange bist du, glaube ich, jetzt noch nicht mit am Start. Ja? Also sagen wir, seit 1,5 Jahren entwickeln wir intensiv eine Mobile-App für dieses übrigens auch G Suite und Google-Inhalte integrierende Internet-Lösungssystem. Und haben dafür ein Framework benutzt, Ionic heißt das, mit dem wir relativ einfach für iOS und Android deployen können. Ich weiß nicht genau, inwiefern der Alain darauf eingehen wird. Sind ein Team mit, jetzt da weggelaufen, ich glaube 5, 6 Leuten, die das aktuell machen. Ist eine inzwischen ziemlich stabile Mobile-App geworden. Vielleicht für diejenigen, die sich immer fragen, soll ich ein Framework benutzen oder direkt nativ entwickeln, würde der Alain sagen? Ich würde ein Framework benutzen. Ja, okay. Die fluchen nämlich immer und sagen, wenn wir das nativ gebaut hätten, dann könnte ich das sofort machen, aber in einem Framework geht das nicht. Und der Vorteil mit dem Framework ist, man kommt relativ schnell voran, kann Kunden relativ schnell was zeigen. Wir haben da ziemlich viel bei gelernt. Und jetzt seit wie vielen Wochen, vielleicht so 3, 4 Wochen, haben wir Google Firebase angebunden, ja? Weil ja, wir Push-Nachrichten ausliefern wollten, genau, für neue Nachrichten. Und da kamen ganz viel Analytics-Sachen mit dazu. Ich fand es super spannend, sozusagen gerade für so Leute, die nicht technisch sind, gibt es ganz viele neue Informationen über, wie die App genutzt wird und was da so passiert. Und darüber und andere Dinge, die der Alain dabei so gelernt hat oder vielleicht auch vorher schon wusste, erzählt uns jetzt ein bisschen was. Genau, vielen Dank. Viel Spaß, vielen Dank. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Hallo, ich bin Alain, wie der Martin sagte, aus Team Serenity. Und heute will ich euch einen kleinen Erfahrungsbericht über Firebase mit Push-Notifications zeigen. Im Prinzip hatten wir die Fragestellung, oder wir wollten eine Lösung finden, wie wir Push-Notifications in unsere Lynfield Mobile-App integrieren können. Und die App selber läuft unter iOS und Android und ist mit Ionic entwickelt worden. Unser Backend ist ein Atlassian-Backend, das Confluence. Das heißt, wir brauchten also eine Komponente, die idealerweise sowohl empfangen als auch Push-Notifications verschicken können. Und wir sind relativ schnell zu Firebase Cloud Messaging, ich kürze das jetzt mit FCM ab, weil es dann einfacher ist, gekommen. Und zwar, ich wollte euch hier eigentlich jetzt gerne eine Gegenüberstellung von allen möglichen verschiedenen Push-Notification-Diensten zeigen und warum Firebase, also FCM, für uns das Entscheidende war. Lohnt sich nicht, weil es gibt sehr, 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 sehr viele Dienste, die das anbieten, aber die werden meistens auch FCM benutzen im Background. Das ist nämlich einer der größten Vorteile, es ist die Native Solution für Android. Apple hat den APN, Apple Push Notification Service, und bei Android läuft das halt über das FCM. Im Gegensatz zu Apple ist es aber so, dass das FCM halt auch plattformübergreifend funktioniert. Also es gibt für verschiedenste Plattformen, für iOS, für Android, aber auch fürs Web entsprechende Implementierung dafür. Ich habe das jetzt mal, den nächsten Punkt ist halt, also es gibt ein Ionic/Cordova-Plugin, die gibt es für sehr viele Komponenten, auch zum, also natürlich auch für native gibt es halt Swift und Android-Packages, die man da benutzen kann. Beim letzten Punkt, die Kosten sind überschaubar, das ist immer ein bisschen relativ. Also FCM selber ist in jedem Firebase-Tier enthalten, aber nicht jeder Firebase-Tier ist kostenfrei, deswegen muss man halt, kommt es halt ein bisschen drauf an, aber es ist quasi mitgegeben. Nachteile, ich habe das mal in Klammern mit aufgenommen, weil wahrscheinlich wird man da gar nicht so hinkommen, aber die Dokumentation ist enorm gut und enorm groß, aber, also umfangreich, aber sie ist, an manchen Stellen geht sie nicht sehr tief rein. Wir hatten jetzt zum Beispiel mal einen Fall, dass wir wissen wollten, wie lange eigentlich dieser Token, der Push-Token, der auf jedem Device erzeugt wird, hält, und dafür gibt es halt einfach keine Informationen. Wir hatten letztes Jahr schon mal einen Proof of Concept gebaut, und das, was wir damals benutzt haben, ist komplett hinfällig. Das ist ein weiterer Nachteil. Also wenn jetzt in einem Jahr haben sie ihre Struktur komplett geändert, deswegen ist
sagen wir mal, zumindest die Wahrscheinlichkeit da, dass das, wie man es bei Google ja auch kennt, öfter mal wieder was Neues kommt. Kann man halt als Nachteil sehen. Im Prinzip versuche ich jetzt mal eine Management-Summary zu geben. Als Entwickler ist das immer ein bisschen schwierig. Was kann denn FCM überhaupt? FCM bietet Push-Notifications für iOS, Android und Web an, hat die Möglichkeiten, man kann entweder eine Push-Notification an einen Token, das heißt an ein Gerät schicken oder mehrere, oder an ein Topic, wenn man zum Beispiel News-Kanäle hat und möchte gerne eine Nachricht nur verschicken, die dann von allen, die sich an diesem Topic subscribed haben, verschicken möchte, dann benutzt man diese Topics. Die Push-Notifications selber können entweder Text-Messages sein oder Data-Messages. Wenn man ein bisschen Kompromisse eingeht, kann man auch beides machen. Aber Data-Messages kann man zum Beispiel benutzen, wenn man seiner App eine gewisse Information mitteilen will, die den User nichts angeht. Andersherum, Text-Messages sind für User, werden vom Betriebssystem gehandelt und da kann man aber auch ein paar, also weniger als in der normalen Data Message, aber ein paar Daten mitgeben, um einen Kontext in die Push-Notification mit reinzugeben. Es gibt verschiedene Optionen für die Notifications, mit denen haben wir jetzt aber selber wenig Erfahrung gemacht. Also man kann einstellen, was ist die Time to Live für die Notification. Es gibt plattformspezifische Einstellungen, zum Beispiel für Android, welches Icon soll ausgewählt werden. Es gibt noch Prioritäten und viele andere Dinge, aber da kann ich jetzt so nichts zu sagen, weil wir das noch nicht benutzt haben. Nur gesehen, dass es die halt gibt. Wenn man Push-Notifications verschicken möchte, hat man die Option, man kann entweder das Webinterface von Firebase benutzen und quasi Service Announcement also auch wieder an verschiedene, an Topics, an User, an die gesamte App schicken. Man kann aber auch Serverkomponenten benutzen. Und zwar nicht nur eine, sondern halt mehrere. Das kennt man ja vielleicht. Facebook ist ein Dienst, wo es halt quasi eine Seite gibt, wo es in Anführungsstrichen, wenn man so will, virtuell eine Komponente gibt. Hier kann man aber auch mehrere benutzen. Der letzte Punkt ist mit Sicherheit sehr spannend, was Herr Martin von dir auch schon angesprochen hat. Es gibt umfangreiche Statistiken, die auch mich als Developer extrem begeistert haben, weil, also die sind auch in Realtime, dass man halt quasi die App aufmacht und quasi es daneben hält und sieht, ah ja gut, jetzt ist direkt die Statistik auch geändert. Sind interessante Sachen dabei, muss man halt gucken, ob man das halt haben möchte. Dann kommt jetzt mal, wie fängt man an? Captain Obvious würde sagen, einfach auf die URL gehen und im Prinzip wird da alles erklärt. Das ist eine Doku, wie ich sie selten erlebt habe. Aber wenn man das halt nicht machen will, es gibt im Prinzip drei Schritte, die man machen muss. In der Firebase-Konsole, in den Project-Settings, kann man im General-Tab muss man Apps hinzufügen. Wie das mit Web aussieht, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig genau, weil wir das nicht haben. Aber da gibt es auf jeden Fall auch einen Bereich, wo man entsprechend Zertifikate für das Web hinzufügen kann. Für iOS und Android muss man halt Apps anlegen und die entsprechend hier genannten Informationen aus App Store, aus den Konsolen jeweils herausziehen und hinterlegen. Für iOS muss man noch in dem Cloud Messaging Settings den APN Authentication Key hinterlegen, damit der überhaupt in der Lage ist, über APN Push Notifications an iOS zu schicken. Wenn man diese Apps in den Settings angelegt hat, kann man für Android JSON und für iOS plist-Dateien herunterladen. Dort sind im Prinzip die Authentication-Informationen für Firebase mit enthalten und die legt man in sein Projekt. Bei uns, also jetzt bei dem Ionic-Projekt, wirklich einfach in den Root-Folder. Und im Prinzip ist das dann auch schon das, was man braucht. Letzter Punkt ist in der Tat ausprobieren. Ich kann danach, wenn ich die App gebaut habe, bei mir installiert habe, in der Firebase-Oberfläche einfach mal eine Testnachricht schicken und die wird auch schon empfangen. Jetzt ist es halt so, dass damit passiert halt noch nichts. Also wenn ein User auf die Push-Notification tippt, dann ist er ja gewohnt, dann öffnet sich die App zwar auch, aber noch passiert halt nichts. Also das heißt, da hat man wirklich, kann man nur mal testen, okay, funktioniert eigentlich generell die Einbindung von dem FCM in die App.
Ich habe jetzt hier mal auch ein Codebeispiel, um mal ein bisschen zu verdeutlichen, wie in Anführungsstrichen einfach das sein kann. Wir benutzen hier Ionic, deswegen habe ich hier ein TypeScript-Beispiel. Und wenn man im Prinzip, Moment, hier kann man halt, es gibt halt das Firebase-Plugin, das hat halt quasi eine Methode on Notification Open. Die wird immer dann aufgerufen, wenn ein User auf eine Push-Notification getappt hat, sodass ich quasi hier wenn ich merke, er hat da drauf getappt, dann kann ich halt eine Do-Push-Action aufführen. Das heißt also, ich kann den User zum Beispiel, bei uns ist es so, wenn eine News verschickt wird, wird eine Push-Notification verschickt. Und wenn ich da drauf tappe, werde ich dann quasi in der App schon auf die Detailseite zu diesem News-Post geleitet. Genau sowas kann man da halt dann entsprechend, was man selber in der Push-Notification hinterlegt, dort auslesen. Eine Sache ist wichtig, die zu beachten gilt, und zwar, ich hatte vorhin ja schon mal von diesem Token gesprochen. Firebase erzeugt einen Token pro Gerät, pro App, sollte man vielleicht dazu sagen. Und Firebase kennt diesen Token, die App kennt diesen Token, wenn sie wie hier zum Beispiel kann sich den jederzeit wiederholen über die Methode getToken. Aber das Backend muss diesen Token auch kennen. Und das Backend ja außerhalb von Googles Obhut liegt, muss man selber noch einen Weg schaffen. Wir haben jetzt einen REST-Endpunkt dafür geschaffen, den Token an das Backend zu schicken, damit das Backend auch in der Lage ist, Push-Notifications an einzelne User über einen Token zu verschicken. Und es gibt nämlich vier Möglichkeiten, wie dieser Token auch refreshed wird. Wir haben nicht gefunden, also da steht dabei, dass der Token vielleicht neu gemacht wird. Also wir können noch nicht genau sagen, ist dieser Token ewig gültig? Das ist momentan unsere Annahme. Aber wir haben natürlich auch noch, dann muss man auch dann denken, eventuell kann sich dieser Token ändern und man sollte den dann auch im Backend entsprechend aktualisieren. Auf der anderen Seite, im Backend kann man auch Notifications versenden. Und das ist ein sehr angenehmes Beispiel, weil alles, was da steht, ist im Prinzip komplett von der Seite, haben wir mehr oder weniger 1:1 nehmen können, kopieren können und ausprobieren können. Man schickt einfach einen HTTP-Call an eine Adresse über die Authentication. Ansonsten ist diese Schnittstelle hat leider so ein kleines Problem, nämlich die liefert sehr oft, wenn alles okay ist, einen 200er Status zurück, auch wenn die Nachricht eigentlich nicht verschickt wird. Ist ein bisschen besser. Ja. Also wir können ja später nochmal, wenn jemand direkt konkret Fragen hat, da noch drauf zurückkommen. Also das heißt, was ich damit meine ist, wir haben zum Beispiel auch herausgefunden, die Web-Oberfläche von FCM zu benutzen, ist manchmal ganz hilfreich, weil der einem mehr Informationen liefert. Also zum Beispiel, dass ein User gar nicht mehr existiert, also ein Token gar nicht mehr existiert, obwohl das System den natürlich noch kennt und nur nicht gelöscht hat. Das Fazit ist, FCM bietet einen extrem schnellen Einstieg in die Materie. Also wenn man das Setup einmal hinter sich gebracht hat, dann kann man damit sehr gut, sehr schnell und vor allen Dingen sehr beständig Push-Notifications schicken. Was uns sehr beeindruckt hat, ist die Performance. Gerade auf den Entwicklungsmaschinen ist es so, dass die Push-Notification zu einem News-Post in der Regel da ist, bevor das System den News-Post anzeigt, also quasi mitten im Speichervorgang noch ist. Wir haben auch bisher extrem gute Rückmeldungen gesehen, was halt Verfügbarkeit des FCM-Services ist, also der ist relativ, der fällt sehr, sehr selten aus. Ein kleiner Nachteil ist, das Setup ist sehr aufwendig. Aufwendig nicht, weil es kompliziert ist, sondern weil viele Informationen zusammengetragen werden müssen, die man mehr oder weniger einmalig im Zyklus seiner App, also im Lebenszyklus seiner App mal gebraucht hat und deswegen halt nicht mehr immer hundertprozentig genau weiß, wo die Informationen stehen. Aber im Prinzip bietet einem die Seite auch relativ viele Hilfestellungen, wo man die Informationen in den jeweiligen Play Store oder im App Store finden kann.
Was für uns oder beziehungsweise perspektivisch für unsere Kunden ein Problem waren, sind, dass die Statistiken per Default quasi ein Opt-out sind, also sie sind einfach immer an. Der Vorteil ist aber, dass FCM einem ermöglicht, über Flex diese von vornherein auszuschalten. Also wir haben das bei uns jetzt so umgebaut, dass wir Opt-in-Statistiken haben, die über die Preferences angeschaltet werden, und bis der User das nicht macht, werden auch gar keine Statistiken verschickt. Kann man jetzt, also ich finde es nicht schlimm, aber viele Leute finden das aus datenschutztechnischen Gründen halt schlechter. Ein interessantes Fazit, was wir hatten, ist, FCM wird selten das Problem sein. Also wir sind seit 2 Sprints dabei und versuchen, die Push-Notifications für News zu optimieren. Aber ja, Firebase Cloud Messaging Service war nie das Problem, sondern es ist halt immer nur, zu welchem Zeitpunkt wollen wir News verschicken? Wie stellen wir sicher, dass wir die nicht 3-4 Mal verschicken, weil das ist etwas, was wir festgestellt haben, was man da bedenken sollte. Die Technologie ist extrem gut, aber User können sehr schnell genervt sein, wenn sie zu viele Push-Notifications bekommen. Ne? So, wenn ihr noch Fragen habt, gerne jetzt. Ansonsten auch später könnt ihr mich per Mail oder Twitter erreichen. Ja, ich wollte nur sagen, ich finde das Firebase auch ziemlich cool. Ich habe das sehr flexibel. Ich habe es auch im Einsatz, wo man es vielleicht nicht denkt, und zwar im guten alten IRC gibt es ein IRC-Chat-Client-Plugin, welches einem dann die Mentions aus dem IRC aufs Handy bringt. Also zwei völlig aus anderen Dekaden Technologien. Hast du selbst gebaut? Nö, das kann man sich zusammenklicken. Oh. Sonst ist irgendjemand mit Push-Notifications unterwegs von euch? Mobile-Apps? Ah, da hinten noch. Der Peter. Ich fand es sehr spannend zu sehen, wie wir es geschafft haben, mit unserer kleinen Mannschaft sehr viele gleichzeitige Sitzungen zu generieren. Ihr wisst ja vermutlich sozusagen, wenn man so Serverressourcen dimensioniert, dann überlegt man, wie viele gleichzeitige Sitzungen habe ich, weil jede Session, keine Ahnung, 50 Megabyte Cache braucht, um damit der Webserver die Session managen kann. Und nirgendwo anders, also bisher in der bisherigen Welt, in der ich so gelebt habe, war es immer so, wenn ich Newsletter rausschicke, dann kriege ich darüber relativ viele sofortige Rückmeldungen sozusagen in Form von Klicks und Sessions. Und das ist bei den Push-Notifications eine ganz andere Nummer. Also bei den Push-Notifications ist es tatsächlich so, dass wenn die Push-Nachricht mit einem neuen Blogartikel in unserem Intranet online geht, dann haben wir gefühlt 20, 30 Sessions, die sofort danach sozusagen starten, obwohl wir nur 150 Leute sind. Und das hat am Anfang Performance-Probleme verursacht, weil wir bisher nie so konzentriert auf eine einzige Ressource zugegriffen haben. Das fand ich sozusagen spannend, dass man wirklich darüber auch auf einer relativ kleinen Skalierung Echtzeitlast generieren kann, weil die Leute halt ihr Handy quasi am Mann tragen und dann dort drauf drücken. Und dann geht ja sozusagen der ganze Spaß los. Ja, also 70 Bilder abgerufen. Wir haben dann zum Beispiel einen Post gehabt, wo irgendeine Mitarbeiterin 3 Monate lang oder 6 Monate lang war die unterwegs, weil die 10 Jahre bei uns arbeitet. Dann kriegt die ganz viel Urlaub und einen Freiflug. Und dann hat die 150 hochauflösende Bilder in einen Blogartikel hochgeladen. Und wir haben die in der App nicht so richtig gerendert. Wir haben die schon richtig gerendert, aber halt nicht so richtig effizient. Und dann kamen halt ganz viele Leute an und dann ist das, glaube ich, das komplett sogar auseinandergeflogen. Das komplette System, ja. Ja. Also es waren halt alles so Dinge, die wir vorher so nicht nachstellen konnten und die durch die Push-Notifications auf einmal diese krassen Spikes entstanden sind. Wir haben jetzt Kunden, die nutzen das mit 50 oder noch mehr 1000 Leuten. Da war es ganz gut, dass wir das vorher mal selber sozusagen erlebt haben. Push-Notifications sind erstaunlich interaktive Elemente, auch wenn sie quasi nur in eine Richtung geschickt werden, aber die User-Interaction ist dadurch enorm gestiegen. Ja. Muss man, wie du ja schon gesagt hast, sehr vorsichtig mit umgehen, weil man das auch schnell verbrennen kann. Hat sich eine Frage entwickelt. Nein, hat sich nicht entwickelt. Okay, ich soll den nächsten Sprecher ankündigen. Vielen Dank, Alain, für deinen Vortrag. Ja, gerne.